Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft. In der letzten Folge waren wir hier durch den Teufelwald unterwegs und suchen jetzt nach Toxinschreckentropfen für die Liebe, wie hieß die Dame nochmal, ich hab's vergessen. Aber das ist ja auch ziemlich irrelevant. Wir müssen jetzt auf jeden Fall so eine Tropfen finden und ich hoffe natürlich, dass das Ganze nicht so schwer wird. Aua, wir haben uns geschmerzt, Alter. So, bin mal gespannt, ob das jetzt was ist, was droppen muss oder ob man es sammeln muss. Okay, es ist was droppt. Ich hoffe natürlich, dass die Droppchance relativ hoch ist, weil sonst kacke ich auf dem Boden. So, nochmal neue Buffen hier. Zack. Die Buffs sind gerade leer gegangen. Zack. So, ein Tropfen, das ist ja schon mal wunderschön. Heilen wir uns mal. Wir sind vergiftet. Jetzt nicht mehr. Oh, so. Oh, sehr, sehr geile Drop-Chance. Und ich wette, wir müssen die direkt hier abgeben und bekommen dann schon direkt hier die nächste Quest, die wir machen müssen. Würde ich sagen, so. So, wenn ich ehrlich bin, so. Oder? Nicht. Was? Wir müssen wieder zurückrennen. Wenn wir dann wieder hinrennen müssen, Alter, dann raste ich aus. Wehe. Wehe. Das wäre nicht geil. Das wäre überhaupt nicht geil. Wirklich nicht. Wirklich nicht. So, es sind weniger Spieler als auf einem Office-Server, deswegen, dass natürlich stimmt, dass mehr Kisten zur Verfügung stehen. Was? Alles klar. Es sind weniger Spieler als auf einem Office-Server, weswegen das natürlich stimmt, dass mehr Kisten zur Verfügung stehen. Doch, ich finde, das hier ist komplett Blizzlike, der Server hier. Unterwegs. So, bin mal gespannt, wie viel EP wir wieder bekommen. Und was für eine Quest jetzt als nächstes kommt. Naja. Ich lass mich mal überraschen, ne? Muss ja. Stärke. 12 Intelligenz. 5 Ausdauer. 150 Rüstung. Das mit der Drop-Chance stimmt irgendwie. Aber ich glaube, das liegt wirklich daran, einfach nur, dass der Server sehr klein ist. Also wir sind hier 500 Leute oder so. So, sucht die Läufer der Winterfälle und hindert sie daran. Ach so, das ist geil. Weil das ist hier direkt neben. Also es ist, ne? Muss man einfach nur killen, die Typen. Das ist nicht wirklich viel Arbeit. Und ich hoffe natürlich, dass er nicht verbuggt ist, dass der hier wirklich jetzt rumläuft. Dass wir da die Kiste bekommen. Bitte sag, dass du hier rumläufst. Auf der Mauer, auf der Lauer. Ist ein Erfolg. Ach so, ihr versetzt diesen dreckigen, herumschleidenden Schurken einen Schuss auf eure... Ah, alles klar.
Da ist es ein Yeti, den benötigen wir nicht. Brauchen Winterfälle. Wollte den totalen Salat. Alles klar. Die Leute rasten wieder hier aus. Busche los, ey. Ich finde hier keinen. Bin mal gespannt, wie weit wir rennen müssen. Und ob wir überhaupt jemanden finden. Das ist nicht cool. Da ist er. Da ist er. Zack. Du wirst getötet. Du wirst getötet. So. Ich würde mal sagen, dann gehe ich auch noch mal ganz kurz zur ewigen Warte. Dann nehmen wir dann noch den Punkt mit. Boah. Ich habe richtig das Gesicht weh. So, oh, wie viele Quests wir hier haben. Sind wir endlich da, Yeti? 10 Yeti dicker Dings, ne? Sehr, sehr viele Quests. Boah. Eine seltsame Person. Aha. Aha. Ach so, Pestländern. Super toll. Ich möchte aber nicht zu den Pestländern, wenn ich ehrlich bin. Aber nee, ich muss ja dahin rennen. Hey, wie geht's euch? Ein bisschen Glück. Zack. So, aha. Aha. Jojo, jojo, so. Und hier gibt's nur noch die 5 Typen. Aber irgendwie gibt's jetzt diesmal keine Quest. Alles klar. Es gab doch hier ein. Ah, hier ist er. Nehmen wir natürlich doch den Flugpunkt mit. Ich würde sogar sagen, es wäre jetzt schlauer. Ne, wäre es nicht. Wir haben da keinen Flugpunkt mitgenommen. Wir sollen da hinrennen. Was? Was? Also ich renne jetzt nur hier hin, weil... Warum sollte ich da hinrennen? Warum? Ich habe keinen Flugpunkt bis dahin, ne? Das heißt, ich müsste alles zu Fuß rennen. Mach ich doch bestimmt nicht. Mach ich doch bestimmt nicht. Bin doch nicht doof. Mach ich nicht mit. Mach ich nicht mit. Ganz ehrlich. Und mein Popo tut richtig weh. Ich brauche einen neuen Stuhl. Wir haben noch immer so ein Ding an. Also das hier. Ach ja.
So. Quest abgeben und Level Up machen, ja. Das ist jetzt der neue Plan. Ich würde mal sagen, sogar vor dem nächsten Mal werde ich da nochmal zum Dings gehen. Oh, hoho, hallo Jägerin. Hallo. Wenn du einmal Probleme machst, kriegst du volle Ladung in die Fresse, ne? Nur so. Schön, euch zu sehen. So, 17.000. Zack, dankeschön. So, möchte, dass ihr den Oberhäuptling tötet. Da waren wir doch schon, ne? Dem haben wir doch schon den Erdboden gleich gemacht. Da werden wir nicht hinrennen. Das bedeutet, wir werden jetzt hier Totemiker töten. Oh, nice. Totemiker sind nämlich sehr oft unterwegs. Deswegen werde ich die mit Vergnügen killen. Also hier auf jeden Fall. Und dickes Yeti-Feld. Das heißt, Yetis müssen wir auch nochmal töten. Alles klar. Alles klar. Einst geboren aus kalter Luft und Regen. Aus den Bergen. Die Macht, die eiskalt vor uns liegt, trägt ein kaltes Herz verborgen. Schlag in das Eis, kalt und klar. Suche nach Liebe und auch Gefahr. Finde Schönheit rein und klar. Alles klar. Das ist ein Philosoph. Zack. Und der Yeti hat einfach kein Yeti-Fell gedroppt. Wunderschön, Dankeschön. Wunderschön, Dankeschön. Zack. Muster, Mundstoffkamaschen, wunderschön. Immer wieder schön. Zack, zack. Können wir die spellen? Zack. Oh nein. Scheiß. Warum? Warum macht ein 80er Mage sowas? Warum macht er das? Was hat der für ein Problem? Ja, lauf mir nicht hinterher, du Affe. Der hat ja AIDS, Alter. Was ist los? Grindet der die Scheiße weg, Junge. Ich fick dich ins Knie. Sorry. Aber jetzt im Ernst, was soll das? Hier gibt's Leute, die brauchen die Mobs wirklich zum Questen und der killt die einfach so. Ohne Grund. Du behinderte Sau. Entschuldigung für die Kraftausdrücke, aber ist doch so. Ich find sowas behindert. Ich find sowas mega behindert. Da gibt es nur eine Lösung. Nee, war ein Scherz. War ein Scherz. Der neue VW-Vergaser. Sogar noch extra Vergaser aussprechen, damit so, sich so anhört wie Fiat. Alter. Richtig behindert. So. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht auch hier hin. Das wäre gar nicht geil. Sonst muss ich mich nämlich hier sputen. Alles zu pullen, was geht. Und ich glaube, das tue ich jetzt auch. Einfach nur, weil ich es kann. Kommt alle her. Wunderschön. So. Easy. So, Pfadfinder nochmal. Und die Höhlenbehüter, weiß ich, wo ich die herkriege. Die kriegen wir ganz am Ende der Map her. Ein Steinrabe. Oh, alles klar. Warum drücke ich wieder ständig B? Ich hatte ja schon mal so ein Problem, dass ich ständig B gedrückt habe. So, Reiserucksack, cool. Brauche ich nicht, aber cool. Boah, ich sterbe.
Wenn wir 5 von diesen Geisterperlen bekommen würden, dann würde es sich sogar noch richtig lohnen. Aber ich würde sagen, das wird nicht der Fall sein. Zack. Und stürmen. Stürmen. Ja, das stirbt nicht. So. Kriegsherrenangst. So. Noch ein Pfad. Ne, noch ein. Okay, alles klar. Nein! Das mache ich jetzt nicht. So. Mache ich nicht mit. Pfadfinder. Ah, alles klar. Easy. So. Langsam kommen wir den. Okay, den müssen wir nicht mehr töten. Wir brauchen noch einen Totemiker. Und ich würde sagen, den töte ich auch lieber hier, bevor es vielleicht danach nicht mehr so sicher ist, dass wir den später noch kriegen. Obwohl. Kriegen wir bestimmt dort. Aber ich würde sagen, ich hoffe natürlich, die Folge hat euch gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play World of Warcraft. Bis dann.